Hallo und herzlich willkommen zur dritten Liga hier bei uns auf Krone TV. Ich darf wieder Norbert Schweizer bei mir im Studio begrüßen. Eigentlich schon ein Inventar. Also kein Möbelstück, aber ein Inventar. Nein, jetzt werden wir schon ein gutes Team. Jetzt werden wir schon ein gutes Team. Wird schon. Schön, dass ich das von dir höre. Also die Leute sagen mir immer, wir sind lustig, wir sind gut, wir kennen unser Haus in dem, was wir sprechen, aber darüber kommen wir heute auch noch im Laufe der Sendung dazu. Schauen wir mal, ob wir wirklich so viel Ahnung haben, wie die Leute glauben. Schauen wir mal. Norbert, es hat wieder mal eine Rumpfrunde gegeben. 6 Spiele waren angesetzt, 4 haben wieder mal nur stattfinden können. Aber eines können wir schon sagen, Mauerwerk hat gespielt. Ja. Und das ist das zweite Spiel für sie in der bisherigen Meisterschaft. Viele haben ja schon geglaubt, dass sie gar nicht mehr spielen. 29 Partien von 36 Spielen hat es bislang gegeben in der Saison. 2021 sind 81%. Wärst du mit diesem Schnitt zufrieden? Wir haben gehört, 96,22 sind es österreichweit. Ja, aufgrund Corona. Aber diese Runde, muss man auch sagen, war ja auch ein Spiel, das war wegen dem Wetter abgesagt. Und na, eigentlich kann man zufrieden sein. Ich glaube, die meisten oder fast alle Clubs arbeiten echt top in der Hinsicht und deswegen sind wirklich viele Spiele ausgetragen worden. Worst Case hat man immer geglaubt, das wird gar nicht funktionieren, aber es funktioniert, glaube ich, sehr gut. Und ich bin schon zufrieden mit dem, dass wir eigentlich schon fast alle Spiele sehen und die Tabelle ist auch nicht so schlimm, außer Mauerwerk halt, die halt da ein bisschen rausgetanzt sind aus der Reihe. Aber ansonsten sind eh alle ziemlich gleich auf und man kann sich schon ein Bild machen. Die Admira und Stripfing haben auch erst 3 Spiele, also die sind nur knapp vor dem Mauerwerk mit 2 Spielen. Es ist ja quasi Halbzeit der Herbstmeisterschaft. 12 Runden brauchen wir, also 6 Spieltage noch, um dann auch, wenn es abgebrochen wird, ein Endergebnis zu haben. Mhm. Bist du da d'accord, dass man sagt, okay, der Herbstmeister ist dann auch Meister? Naja, schauen wir mal, ob es überhaupt so passiert. Also wir sind, glaube ich, alle positiv, dass vielleicht die nächsten Monate... Naja, wir kommen gleich dazu. Aber sprich weiter. Also dahin geht, aber mehr oder weniger glaube ich, dass man bis jetzt gut durchgekommen ist und dass es auch so bleibt. Bis jetzt ist man gut durchgekommen, 81% der Spiele haben stattgefunden, wir sind zufrieden damit. Es hat in diesen 4 Spielen viele lustige, aber auch interessante Sachen gegeben. Und fangen wir mit einem Thema an, das quasi... vielleicht das alles anders wahrnimmt wie wir und das ist die Politik. Dieses Thema Politik und Fußball passt vielleicht wirklich nicht zusammen. Vielleicht gibt es ja Politiker, die Fußballfans sind, aber dann gibt es halt auch Politiker, die vielleicht keine Fußballfans sind. Wir reden, in Niederösterreich gibt es anscheinend eine eigene Corona-Ampel für Fußballer oder für Sport. Die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leiter hat sich da eingemischt und hat gesagt, in Regionen, wo die Ampel orange ist, dürfen die Spiele ab 5. Oktober nur noch ohne Zuschauer stattfinden, außer es sind Nachwuchsspieler, da dürfen natürlich Eltern zum Spiel. So, jetzt haben wir in Niederösterreich sehr viele Ostliga-Vereine, die das auch betrifft. Einer davon ist zum Beispiel auch Wiener Neustadt, aber die orangene Ampel heißt eben keine Zuschauer. Wie findest du das? Traurig, weil... Ich bin der Meinung, es ist ein Freiluftsport und Vorkehrungen sind in allen Stadien oder sind auf allen Plätzen wirklich hervorragend und sehe eigentlich keinen Grund, warum das gerade beim Fußball ist oder überhaupt im Sport ist, vor allem Freiluftsport. Ich glaube, es gibt andere Sachen wie Kultur und andere Veranstaltungen, die nicht im Freien sind und stattfinden dürfen mit Zuschauern. Warum das so generell böse oder so hart ausgelegt wird, kann ich eigentlich nicht verstehen. Angeblich ist die Clusterbildung beim Fußball so extrem, dass man das machen muss. Man muss sich registrieren, man hält Abstand und man muss wirklich sagen, wir sind auf vielen Spielen, ich noch ein bisschen mehr vielleicht wie du, aber wir sind auf sehr vielen Spielen der Regionalliga Ost der dritten Liga und sehen, die Leute benehmen sich wirklich. Es ist jetzt nicht ein Halligalli in der Halbzeit in Kantinen, es werden oft Kantinen gar nicht aufgesperrt, sondern nur aus dem Fenster rausgegeben. Ja. Sachen. Also man hält sich schon sehr daran, und das tut natürlich dem Fußball weh. Einzelne Clubs haben auch mit Streik gedroht. Mit der ersten Klasse Nord hat sich sogar eine ganze Liga solidarisch gezeigt und ruft gemeinsam zum Boykott auf. Sie wollen ohne Fans nicht mehr spielen. Das geht natürlich in einer Regionalliga Ost nicht, weil wir haben ja auch noch Vereine aus Wien, wir haben Vereine aus dem Burgenland und wir haben Vereine aus dem Niederösterreich, wobei ja die Wiener und die Burgenländer mit Fans spielen dürfen. Das heißt, Wiener Neustadt trägt die Heimspiele ohne Fans aus.
Da dürfen die Fans nicht zuschauen, aber wenn sie dann am Dienstag drauf ein Nachtragsspiel haben gegen Wiener Viktoria zum Beispiel, dann dürfen ihre Fans mit rein ins Stadion. Ja. Komische Sache, oder? Ich meine, irgendwie ist das für mich nicht nachvollziehbar. Ja, es sind so viele Sachen, die jetzt in der Corona-Krise nicht nachvollziehbar sind. Auf der einen Seite sagt man, man soll besonders aufpassen und Krankheit ist sehr gefährlich. Aber wenn man so Szenarien durchspielt, besondere Sachen dann versteht man es überhaupt nicht mehr. Aber wir müssen das, was die Regierung sagt, halt mehr oder weniger akzeptieren. Hoffe, dass der Sport viel Kraft hat und das vielleicht noch ein bisschen aufweicht, weil auch eine dritte Liga ist eine Semi- oder fast eine Profiliga und man sollte das nicht so viel anders behandeln wie die Bundesliga. Jetzt hast du Corona gestern die Zahlen zurückgegangen, heute die Zahlen zurückgegangen. Also Zahlen zurückgehen heißt immer, es werden mehr gesund als krank werden. Sei es so dahingestellt, die Frau Landeshauptfrau hat das gesagt. In Niederösterreich dürfen ab Orange keine Zuschauer mehr ins Stadion. Gut, noch ganz kurz auch zu diesem Ganzen, was in Niederösterreich betrifft, Wertung der Meisterschaft. Es muss jeder Verein zumindest einen Durchgang gespielt haben. Bevor die Frühjahrsmeisterschaft in der Gruppe gestartet wird, müssen alle Herbstspiele nachgetragen worden sein und so. Und das ist halt schon grundlegend. Wir reden jetzt über Fußball, nicht nur über die Ostliga. Grundlegende Sachen wie, was passiert, wenn eine komplette Meisterschaftsgruppe aussteigen will, so wie in der ersten Klasse Nord zum Beispiel. Dann gibt es keinen Aufsteiger, dann muss die ganze Liga absteigen und lauter so Sachen. Ist, glaube ich, nicht im Sinne des Fußballs. Schauen wir mal, ob das überhaupt passiert. Also ist mal eine Drohung und hoffen wir, dass es trotzdem noch weiterläuft. Ich habe nur ein Zitat, eine Kolumne war das, da ist drin gestanden, warum beispielsweise in Orangenbezirken Kulturveranstaltungen auch weiter vor Publikum stattfinden dürfen, wird mit dem Fußball zugeschriebenen dritten Halbzeit begründet. Glaubst du wirklich, dass sich die Leute in dieser Kantine anstecken, in der dritten Halbzeit? Und warum macht man die einfach nicht nach dem Schlusspfiff zu? Kantinen kann man schließen. Es sind lauter Möglichkeiten, die man ausschöpfen kann. Ich glaube, das gehört einmal sich zusammengesetzt und darüber gesprochen, damit man da eine Lösung findet. Weil, so wie du sagst, wir sind auf vielen Plätzen und wir sehen da jetzt wirklich keine Vorkommnisse, wo man sagt, puh, ich will da selber Abstand halten und da gehe ich nicht rein oder da bin ich nicht dabei. Also es ist wirklich hohe Disziplin da. Alle Zuschauer sitzen mittlerweile, darf man eh nicht mehr stehen und es funktioniert. Wir müssen sagen, Bruck an der Leiter, unser letztes Live-Spiel zum Beispiel, du hast dich auch in eine Liste eintragen müssen. Ja. Alles und alle Zuschauer, die nach dir und vor dir gekommen sind, auch. Also das ist auch Pflicht, da wird man auch hingewiesen drauf und man macht das ja auch und man trägt auch seinen Mund-Nasen-Schutz. Eine andere Sache, wo man vielleicht auch mit zweierlei Maß misst, weil das ist ja auch in Wahrheit zweierlei Maß, weil Wien und Burgenland hat es nicht, Niederösterreich hat es schon. Quarantäne. Auch ein ganz netter Fall, die Admira Juniors sind in Quarantäne, wir kennen ja schon Quarantänebestimmungen vom Mauerwerk, die werden sich das auch vielleicht ein bisschen mehr anschauen das nächste Mal. Aber es ist ein Spieler von den Admira Juniors positiv getestet worden, die BH Mödling hat die komplette Mannschaft in Zwangsquarantäne geschickt oder einen großen Teil der Mannschaft. Mit einem positiven Spieler. Beim Mauerwerk waren es, glaube ich, 8 Leute, die Corona gehabt haben, die positiv waren. Und es wurde keine Quarantäne angeordnet. Und dann sind sie halt zum Spielen gezwungen worden. Misst man da auch mit zweierlei Maß? Ja, ich glaube, es hat jedes Bundesland andere Gesetze und es wird in jedem Bundesland anders ausgeführt. Und jetzt stehen wir halt da dazwischen, weil wir da drei Bundesländer in einer Liga haben und keiner kennt sich schon so aus und jetzt kennt sich überhaupt keiner mehr aus. Okay. Aber komisch, 8 Leute sind ja weniger wie einer, ne? Deswegen schickt man dort alle und dort keinen, aber ist okay. Wir können nichts daran ändern. Das Positive an der Geschichte ist, wir haben 4 Partien gehabt und über die sprechen wir jetzt, zu denen kommen wir jetzt. Es wurde ja auch Fußball gespielt bei uns auf den Plätzen. Neustadt, Team Wiener Linie, ein erstes Spiel 0-2, was wir nochmal kurz so analysieren. 3. Sieg von der KG11 in Serie nach der Niederlage zum Auftakt. Das sind dick da, oder? 4 Spiele, 9 Punkte. Ja, und haben eine sehr gute Leistung gezeigt und hätten, glaube ich, noch mehr Tore schießen können und waren präsent. Bisschen überraschend, aber sie haben sehr schnell mit den, sage ich mal, 9 Spielern die Mannschaft gut hergerichtet und gehen jetzt einen guten Weg.
Ich finde es lobend quasi, nicht nur für Trainer Herbert Karger, sondern auch für die Mannschaft. Mhm. Jetzt fehlen die richtigen Stars, die so andere Mannschaft haben, fehlen ja in dieser Mannschaft, sage ich jetzt einmal. Ja. Sicher hat man bekannte Namen wie einen Bauer, wie einen Delic, wie einen Uzun im Kader drinnen. Ja. Aber so die richtigen Stars, wo ich sage, okay, ich habe jetzt weiß nicht, einen Potzkurt oder einen Baugner, so wie sie halt heißen, haben sie ja nicht, aber sie sind wirklich als Kollektiv stark. Sie sind als Kollektiv stark, sie haben sehr gute Nachwuchsspieler, die nachrücken. Und der Herbert Karger, habe ich schon das letzte Mal gesagt, versteht es, das gut zu formen, und das Team gibt Gas und die sind sehr kompakt und die lassen auch nicht so viel zu, aber vor allem haben sie in dem Spiel mir gezeigt, dass sie nach vorne sehr gut agieren und dass sie sehr viele Torchancen herausgespielt haben, und das ist sehr positiv. Eine Mannschaft, die ja nach vorne hin nicht so gut agiert, war der Gegner, Wiener Neustadt. Die kommen überhaupt nicht auf Touren. Die nächste Niederlage gegen ein Team, quasi, wo man ja sagt, was du auch immer gesagt hast, die sind so in Reichweite. Ja. Diese Spiele muss man gewinnen. Man muss nicht gegen Stripfing und Sportclub gewinnen, aber gegen solche Mannschaften sollte man gewinnen. Die darf man nicht verlieren. 6 Spiele, 4 Punkte, das sind dann ein bisschen wenig, auch wenn sie jetzt neu zusammengestellt worden sind. Das größte Problem, was mir so aufgefallen ist, ist die Torausbeute. Sie haben erst in einem Spiel von 6 ein Tor geschossen. Also alle Niederlagen, die sie haben, oder dieses Unentschieden, was sie gehabt haben, war 1-0 nach vorne. Und sie haben erst in einem Spiel Tore geschossen, und das war gegen Neusiedl beim Sieg. Und das ist halt dann schon recht wenig, oder? Ja, es ist wenig. Das zeigt sich auch in der Tabelle oder in der Punkteausbeute. Ich sage auch, nach hinten agieren sie gar nicht so schlecht. Aber mit dem Ball ist das Spiel noch nicht gut, und da müssen sie sich verbessern. 2 Tore also nur in dieser Meisterschaft ist schon sehr wenig. Apropos Wiener Neustadt, bleiben wir gleich bei den Neustädtern. Die haben ja im Unica ÖFB Cup ein Hammerlos zugeschanzt bekommen, und zwar Rekordmeister Rapid Wien. Natürlich wollte man das daheim spielen, hat ein Konzept abgegeben, wurde genehmigt vom ÖFB, und jetzt eben orangene Corona-Ampel. In der Stadt Neustadt, muss man ja sagen, in der Stadt Neustadt, im Bezirk ist sie auf Gelb. Nur in der Stadt Neustadt ist sie auf Orange, das heißt, in der Stadt Neustadt dürfen sie nicht spielen. Wäre jetzt ein großes Verlustgeschäft natürlich für die Neustädter, ohne Zuschauer gegen Rapid zu spielen. Da sind sie vielleicht besser beraten, dass sie die 8.000 Euro nehmen als Antrittsprämie und lieber gehen zum Auswärtsspiel nach Rapid, oder? Oder zu Rapid. Vielleicht können sie sich auch noch mit den Rapidlern ein bisschen einigen und vielleicht den einen oder anderen Tausender noch dazu bekommen, wenn sie gut verhandeln und das Spiel abgeben. Weil ich glaube, auch im Stadion bei Rapid werden mehr Leute kommen als in Neustadt. Gespielt wird am 17. Oktober, das ist der Samstag, aber trotzdem bitter. Ne? Die Stadt ist orange, der Bezirk ist gelb, und somit kann man halt leider nicht spielen. Aber ist das das große Problem? Also, natürlich ist das das große Problem. Ohne Zuschauer zu spielen, es sind keine Einnahmen. Wurscht, Kantine, VIP-Club, Spielpatronanzen, der kann keinen Anschluss machen und so weiter und so weiter. Ist das so irgendwie so vielleicht auch ein Todesstoß für viele Vereine? Ja, natürlich ist es sehr schwer für die Vereine. Es geht auch dann um Sponsoring in weiterer Folge, weil wenn keiner zuschauen kommt, dann sind die Bandenwerbungen, der Sponsor auf der Brust und so weiter nicht mehr so interessant, und dann passiert es ja vielleicht, dass die Firmen abspringen. Schauen wir mal, was da rauskommt. Es wäre halt sehr wichtig, dass Leute kommen dürfen. Ich bin der Meinung, es ist im Freien, und überhaupt im Neustadtstadion ist ein riesengroßes Stadion. Könnte man, glaube ich, sehr gut mit Disziplin dort das Spiel durchziehen. Aber wir sind nicht die, die es entscheiden. Wir sind die Traurigen, die dann nicht zuschauen gehen können. Und die Spieler sind die Traurigen, die dann vor leeren Rängen spielen müssen. Und natürlich ist es ein großer Punkt im Fußball jetzt. Aber wir müssen da durch, wenn man ehrlich ist. Und wir können da jetzt viel sagen, taugt uns nicht, ist nicht richtig, ist auch falsch. Im Prinzip sind die Entscheidungsträger die Regierung, und die ziehen das durch. Und wir müssen das tun, was die sagen. Das war also das Spiel Neustadt gegen Team Wiener Linien, oder auch das Problem der Wiener Neustädter. Das haben ja auch etliche andere Vereine. Ein Verein hat es nicht, und wir kommen schon zum nächsten Spiel. Das ist Bruck an der Leiter gegen Mauerwerk. Eine Frage habe ich, Norbert. Wo liegt das Brucker Backstadion? Na, jetzt habe ich es erfahren. Also beim letzten Spiel haben wir vom Herrn Obmann erfahren, der Platz liegt auf burgenländischem Grund. Und deswegen gilt die niederösterreichische Ampelregelung nicht. Das ist nämlich das Lustige. Der Obmann Rödler hat durchgesagt, Lautsprecherdurchsage vor dem Spiel, dass die Frau Mikl-Leitner quasi jetzt eine Corona-Ampel
eingeführt hat für den Fußball. Orange heißt ohne Zuschauer spielen, hat er gesagt. Er ist glücklich, dass sein Platz im Burgenland liegt, auf burgenländischem Grund. Das heißt, er darf weiter mit Zuschauern spielen, genau, obwohl er dem niederösterreichischen Verband angehört. Ne? Schön wird es dann bei Schwächert zum Beispiel. Schwächert spielt im Wiener Verband, ist aber in Niederösterreich. Ne? Mhm. Also die haben dann wahrscheinlich das Problem, sie dürfen ohne Zuschauer spielen, obwohl sie in Wien spielen. ja, wird noch ganz lustig. Aber kommen wir zum Spiel. Bruck-Mauerwerk 4:2 der Endstand. Und ja, wir haben schon angesprochen, es ist wirklich geschehen. Mauerwerk hat sein zweites Spiel in der laufenden Meisterschaft gespielt. Mhm. Eigentlich ist das unglaublich, aber die Vorfreude war groß. Mhm. Aber das Ergebnis war dann doch eher enttäuschend und eine katastrophale Abwehrleistung der Wiener, oder? Das kann man schon so sagen. Ja, wenn man 4 Tore kriegt, ist man auf jeden Fall nicht gut gewesen. Aber auch so, wie sie entstanden sind, waren sie immer ein bisschen orientierungslos in der Innenverteidigung. Und sie haben auch bei dem zweiten Tor, das nach einem Outline-Wurf gefallen ist, wirklich nicht aufgepasst und ja, lange nicht gespielt. Vielleicht, so wie du sagst, die Vorfreude sehr hoch, vielleicht zu enthusiastisch, vielleicht nicht konzentriert genug, vielleicht hat der Rhythmus gefehlt. Wir werden sehen jetzt im nächsten Spiel, ob sich das ändert, ob sie anders auftreten oder ob nicht mehr drinnen ist. Sie hatten ja nur 2 Tage zu trainieren, genau, vor diesem Spiel, sind aus der Quarantäne gekommen, haben 14 Tage nicht trainiert. Körperlich kann man aber sagen, obwohl sie auch ab der 50. Minute jetzt einen Mann weniger waren, ja, also sicherlich hat man das ein bisschen vielleicht mitbekommen, aber so, dass sie abgefallen sind total und kaputt waren nach 50, 60 Minuten, das war aber nicht der Fall, muss man sagen. Nein, aber ich glaube, sie haben schon mit den Muskeln ein bisschen gekämpft dann ab der 60., 70. Es hat dann ein paar Spielerwechsel gegeben, da hat man schon gemerkt, der eine oder andere hat einen Krampf. Also so fit waren sie nicht. Die Spritzigkeit hat, glaube ich, auch gefehlt. Sie waren nicht so präsent im Zweikampf, wie wir es in der ersten Runde gesehen haben, wo das wirklich eine Stärke war dieses Teams. Und schauen wir mal, was jetzt nach dieser Woche passiert. Leider haben es 2 Gesperrte aus dem Spiel auch noch mitgenommen. Das tut natürlich sicher weh. Stefanovic und Vidovic, der Zweifach-Torschütze, mit einer Dummheit dann auch noch in der Nachspielzeit. Mhm. Oder in der regulären Spielzeit war es eigentlich noch 90. Ja, aber da kann man auch erkennen, ein Spieler ist müde. Solche Sachen macht man dann, wenn man nicht mehr so viel Sauerstoff im Gehirn hat. Also das ist dann, nett umschrieben. Das ist dann auch dem geschuldet, dass man nicht so fit ins Spiel gegangen ist wie der Gegner. Hören wir uns einfach mal den Trainer an. Stefan Rieger hat nämlich etwas zu sagen gehabt nach dem Spiel und das hören wir uns jetzt an. 1:4 ist es am Ende geworden hier in Bruck an der Leitha für den FC Mauerwerk im 2. Saisonspiel, ein Monat eigentlich nach dem 1. Eine bittere Pleite, die man auch noch teuer bezahlt hat, 2 Ausschlüsse und eine katastrophale Abwehrleistung, würde ich sagen, oder? Ja, alle 4 Tore sind eigentlich geschenkt gewesen. Und wenn wir Pech haben, kriegen wir den Elfmeter noch ins Tor. Das heißt, dann haben wir also 5 bekommen. Und so kann man eigentlich nicht auftreten, zumal wir keine Entschuldigung suchen brauchen wegen 2 Tage Training oder so. Solche Fehler kann man auch nach 10 Tagen Training machen, beziehungsweise darf man eben nicht machen. Und wenn da 3 lange Bälle durchrutschen und wir eigentlich nach vorne relativ aktiv gespielt haben, kann man ein Spiel so im Prinzip nicht gewinnen. Und das ist eine bittere Lehre für uns. Und wie gesagt, müssen wir Mund abwischen und das nächste Spiel am nächsten Sonntag mit einer anderen Einstellung angehen und vor allen Dingen auch diese eklatanten Abwehrschwächen ausmerzen. Geht nicht anders. Was ich auch noch sagen will, ist diese Ausrede oder Ausrede unter Anführungszeichen, hast ja auch du gesagt, lass doch nicht gelten, auch wenn ich jetzt nur 2 Tage trainiert habe, solche Fehler. Was man auch untypisch gesehen hat für Mauerwerk ist diese vielen Fehlpässe, dieses Passspiel, das war einfach nicht gut. Also das Passspiel, wie gesagt, kann man in 10 Tagen Pause oder 14 Tagen Pause sicherlich auch nicht als Ausrede nehmen. Der Platz war für alle beide Teams das gleiche, rutschige Geläuf und der Ball war im Prinzip genauso zu spielen. Ich meine, es ist immer so, wenn die Euphorie war eigentlich vor dem Spiel relativ groß und ich habe schon immer gebremst und gesagt, okay, lasst uns erstmal rausgehen und spielen. Von der Spielanlage her ist das halt unser Fußball, den wir spielen wollen. Und wenn dann halt, ich sag mal, die Passquote nicht 80% ist, sondern bei 65 liegt, passiert halt sowas. Und wenn die ersten Bälle von der Abwehr schon ins Nirgendwo gehen, dann kannst du halt wirklich kein Fußballspiel gewinnen. Und ich kann Bruck gratulieren, aber ich kann nicht sehen, dass Bruck jetzt eine super Übermannschaft war, die als Tabellenführer, Zweiter oder Dritter uns hier weggeputzt hätte.
Also ist wirklich eine bittere Erkenntnis. Können wir nicht ändern. Wie gesagt, wir werden genug Kritik dafür einstecken müssen. Und nächsten Sonntag gegen Wiener Viktoria wird es nur besser werden. Hoffe ich. Du sprichst jetzt gerade an, das Spiel gegen Wiener Viktoria, aber zwei Spieler werden einmal nicht dabei sein. Das ist einmal Markus Stefanovic, der wegen einer roten Karte sicher fehlen wird. Und der zweite ist Antonio Vidovic, der zweifache Torschütze von heute gegen Brugg. Der wird sicher wehtun, weil das war einer der wenigen, der sich wirklich aufgerieben hat da vorne. Die erste gelbe Karte war ein bisschen hart. Die zweite gelbe Karte hat er sich in der 90. geärgert, weil er einen Foul gegen sich bekommen hat. Aber der wird schon fehlen, oder? Sicherlich wird er fehlen, aber trotzdem muss Antonio mit seiner Erfahrung den Ball nicht zu provokativ mit der Faust wegschlagen. Ich meine, da muss man auch sagen, okay, Nachspielzeit, das Spiel war 4-2 beendet, da muss ich mir nicht noch die gelb-rote Karte holen. Und das ist ganz einfach eine Disziplinlosigkeit, die wir nicht hinnehmen können. Und da müssen wir mit den Leuten reden und arbeiten, weil wie gesagt, völlig unnötig, ob nun erstes Foul und ob nun ein Tor davon abseits war, brauchen wir alles nicht zu reklamieren. Fakt ist, wenn der Schiedsrichter pfeift, ist das Spiel beendet. Und wenn der Linienrichter die Fahne nicht hebt, dann war es kein Abseits. Herr Stefan Rieger war also nicht so begeistert von der Leistung seiner Mannschaft. Vor allem die Abwehrleistung hat ihm gar nicht gefallen und die zwei roten Karten natürlich auch nicht. Ist ja nicht verwunderbar. Aber eines muss man sagen, in diesem Spiel hat es natürlich auch einen Sieger gegeben und das waren die Brugger. Viertes Heimspiel, vierter Sieg. Daheim klappt es wie am Schnürchen, auswärts halt noch nicht ganz so, aber da hatte man auch mit dem Wiener Sportclub und Striffing zwei sehr gute Mannschaften als Gegner. Mhm. Aber ja, man muss sagen, die Brugger mausern sich und haben das auch sehr gut gemacht, obwohl sie jetzt beim Anlaufen und so sicherlich nicht das alles ganz richtig taktisch gemacht haben. Ja. Aber sie haben 4-2 gewonnen. Sie können. Ja, aber sie spielen mit Leidenschaft und sie haben mit viel Mut auch Pressing gespielt und es hat jetzt ja nicht jeder Lauf genau gepasst, aber sie haben den Gegner so unter Druck gesetzt, dass die Fehler gemacht haben und dass sie auch nicht planmäßig über die erste Linie gekommen sind. Und dahinter waren sie wirklich da und haben diese Bälle geschnappt und haben in dem Sinn den Gegner dominiert und ihm wenig Chancen gelassen. Für dich, Man of the Match? Ja, dann müssen wir doch den Doppeltorschützen, auch wenn er einen Elfmeter verschossen hat, nehmen. Aber du darfst und zu denen kommen wir später. Zu denen kommen wir später. Wir schauen uns nämlich jetzt zum nächsten Spiel. Mannsdorf Neusiedl am See. 3-0, eigentlich vom Papier her relativ deutlich. Ich war dort. Bis zur 60. war es eigentlich eine 0-0-Partie, wo man sagt, ja, okay, die Mannsdorf haben ein paar Chancen gehabt, die Neusiedler haben ein paar Chancen gehabt. Ja, aber aufatmen heißt es einmal in Mannsdorf, denn die Janka 11 konnte nach 3 Niederlagen gegen Neusiedler jetzt erstmals anschreiben und wieder gewinnen. Und es war der erste Heimsieg seit, weißt du das? Nein, oder? 1.11. Ja. 1.11.2019 war der letzte Heimsieg und es klingt hart. Ja, also die Zeit ist wirklich lang, 1.11. bis jetzt am Wochenende. Ich glaube, es war nur ein Heimspiel. Es war nur ein Heimspiel dazwischen und das war ein 1-1 gegen die Admira Juniors. Ja. Robert Benchon hat mich das auch gefragt, hat mir das geschrieben. Mhm. Also so lange eine Serie. Ja. Natürlich, es klingt halt super, wenn man sagt, sie sind vom 1. November bis 26. September sieglos daheim. Aber es war ja nur ein Spiel. Es war nur ein 1-1 gegen die Admira dazwischen. Zur Klarstellung, Robert Benchon, danke natürlich für den Hinweis. Wir haben es gewusst. Aber ihr habt jetzt keine Unserie gehabt, aber ihr habt es endlich wieder mal gewinnen können. Und das ist ja das, was wir positiv herausstreichen wollten, weil es hat ja in dieser Saison noch gar kein Heimspiel gegeben von Mannsdorf. Ja, und vor allem, so wie du sagst, es war zwar bis zur 60. Minute ziemlich auf Augenhöhe und eher eine 0-0-Partie, aber mal gesehen, die Mannsdorfer sind verkrampft, die wollen in die Spur kommen, die wollen siegen, die wollen Punkte. Und wie dann das erste Tor gefallen ist, war es dann, glaube ich, wie eine Erlösung. Und dann haben sie den Gegner wirklich dominiert und noch das zweite und das dritte nachgelegt. Und dann sieht man dann, was in der Mannschaft wirklich drinnen steckt. Schon jetzt 5., 6. Runde, wo sie drinnen sind. Und mit dem Sieg, glaube ich, haben sie sich da ein bisschen erlöst. Und glaube, dass es jetzt in die richtige Richtung geht. Für die Neusiedler die nächste Pleite. Bei 0-0 hat es aber eine Situation gegeben. Und die will ich Ihnen nochmal zeigen, diese Situation. Ein Elfmeter oder keiner? Schauen wir nochmal hin. Das gibt's ja nicht!
Ja, der Schiedsrichter hat gesagt, kein Elfmeter. Was sagst du dazu? Ich glaube, dass einer war. Also die Hand geht weg vom Körper und trifft. Er hat sich da so runtergebeugt und. Schiedsrichter hat. In Wiener, gegen Wiener Neustadt, genau Sportclub Wiener Neustadt, war eine ähnliche Situation. War Elfmeter? Ja, war ähnlich. War Elfmeter, jetzt war eben kein Elfmeter. Ne? War ähnlich, aber der Schiedsrichter hat, glaube ich, keine gute Sicht gehabt. Ich schaue da immer auch drauf, wo die stehen und hat den Spieler eigentlich nur den Rücken gesehen und hat es nicht genau gesehen. Wir waren da ein bisschen seitlicher mit der Kamera, da hat man es besser gesehen. Linien-Schiedsrichter-Assistent heißt er, ja. Assistent, bitte. Der hätte das, korrekt bleiben. Der hätte das schon anzeigen müssen, aber ja. Irgendwie sind solche Elfer eh immer so billig, weil das ist kein Schuss aufs Tor, wo der Ball abgelenkt wird. Das ist eine Vielleicht-Chance, sage ich immer dazu. Und wenn man da eben von 2, 3, 4 Meter anschießt, dann ist es schon ein bisschen manchmal bitter und eher glücklich, wenn man dann einen Strafschuss kriegt. Übrigens, weil du gesagt hast, Assistent, der Assistent, der auf der gegenüberliegenden Seite gestanden ist, also bei der Tribünenseite, hat mich, glaube ich, nicht leiden können. Warum? Ich war dort fotografieren und zuerst hat er gemeint, da ist die Outlinie und dahinter ist halt ein bisschen Platz noch bis zur Bande. Mhm. Hat er gesagt, ich kann da nicht stehen bleiben, weil ich störe ihn bei seinem Laufweg. Habe ich gesagt, naja, du rennst aber eh auf der Linie und ich stehe 3 Meter hinter dir. Also ich habe noch nie ein Problem damit gehabt als Fotograf. Mhm. Hat er gesagt, nein, ich muss weg da. Und dann habe ich mich weiter weggestellt, also hinter das Tor quasi, also dort, wo die Fotografen einmal sitzen. Mhm. Und dann ist er wieder hergekommen zu mir und hat gesagt, ich darf auch hier nicht stehen. Oh. Ja, und habe ich gesagt, warum darf ich da nicht stehen? Hat er gesagt, na, ich habe eine blaue Jacke an und Mannsdorf spielt in Blau. Das irritiert ihn wegen Abseits. Okay. Habe ich zu ihm gesagt, du Freund, aber ich stehe hinter der Linie und fast beim Tor. Also ich kann dich nicht irritieren, weil wenn ich im Abseits stehe, ja, dann musst du eigentlich immer wackeln, weil irgendwas im Abseits steht. Gut, ich habe es dann so gelöst, ich habe mich dann hinter die Bande gestellt quasi und habe von dort fotografiert und auf jedem zweiten Foto war er um. Ja, so viel zu dem. Vielleicht noch. Hat er genau das gewollt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich habe immer nur seinen Rücken. Aber kommen wir ganz kurz noch zu den Neusiedler. Ein Sieg nur. Und der war nicht verdient, der war gegen Straßburg, da hätte die Neusiedler eigentlich auch verlieren müssen, den haben sie aber gewonnen. Und 3 Punkte nach 5 Spielen kommen wir natürlich, ist das auch immer ein Problem. Wir wollen es jetzt nicht in die Höhe pushen, aber ist der Spielertrainer da eine gute Wahl gewesen? Kann man das eigentlich schon so sagen? Vielleicht wäre ein Trainer, der draußen ist und Kommandos gibt oder sonstiges, besser gewesen als ein Spielertrainer? Oder ist dieser Start der Neusiedler nicht dem geschuldet? Ich will es jetzt nicht auf den Trainer schieben oder auf den Spielertrainer schieben. Ich glaube, die Qualität der Mannschaft ist auf der einen oder anderen Position noch nicht so hoch. Ich glaube, es sind sehr viele junge Spieler da drinnen, die vielleicht noch das eine oder andere Spiel brauchen, um in der Liga Fuß zu fassen. Vielleicht kommt es komprimiert, ist da ein bisschen zu viel gerade los. Ich glaube, sie haben alle gewusst, dass sie eine schwere Saison haben werden. Sie haben die 3 Zähler, sie sind nicht abgerissen von den anderen Mannschaften. Also es ist noch nicht viel passiert. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass ein Spielertrainer in der 3. Liga nicht die beste Lösung ist. Und ich glaube auch, dass sie aus finanziellen Gründen passiert ist und nicht, weil die Neusiedler eine neue Idee haben und einen neuen Weg gehen wollen. Daher ist das dorthin geschuldet und sie jetzt dafür zu kritisieren, ist ein bisschen einfach. Wir kritisieren sie nicht, wir hinterfragen. Ja, aber ich sage jetzt nur, also ich würde es jetzt nicht kritisieren. Ich muss auch ehrlich sagen, Sascha Steinacher macht eine gute Arbeit. Sascha Steinacher haut sich rein, tut alles dafür, ich glaube auch, die haben führt ein gutes auch die Mannschaft. Gefüge dort und die Spieler sind da nicht unzufrieden mit dem Spielertrainer. Es liegt auch nicht jetzt am Spielertrainer Sascha Steinacher. Ich meine jetzt überhaupt nur, wenn man so eine negative Sache hat, natürlich ist das schwer auch rauszukommen und ob da jetzt ein Spielertrainer das Richtige ist. Ja, ist jetzt wurscht, ob in einer ersten Klasse spiele oder in einer Regionalliga. Ja, ich sage, Trainer ist halt immer schneller in einer Kritik, weil er ja auf sein Spiel auch schauen muss, dann passt das vielleicht nicht. Dann kommt von außen, von anderen Spielern, naja, warum macht er das? Sascha Steinach hat sich jetzt auch verletzt, ist, glaube ich, nach 20 Minuten ausgetauscht worden, hat ja auch beim Spiel in Wiener Neustadt von draußen gecoacht, hat er dort auch nicht gespielt, hat es ja auch nicht geklappt mit Punkte. Also das war nur so der Hintergrund meiner Frage. Nein, ich glaube, grundsätzlich ist schon von der Qualität her und dass sie nicht nur die Qualität, sondern dass sie sehr jung sind und noch ein bisschen blauäugig sind und ein bisschen Pech auch haben in Wirklichkeit, weil einmal haben sie so viel Glück gehabt, jetzt ist ein bisschen Pech dazugekommen. Also es gleicht sich alles aus, aber grundsätzlich, ich glaube halt, dass man in der 3. Liga keinen Spielertrainer verpflichten sollte.
es hat schon einen Grund, warum es ein Trainerteam gibt, das außerhalb der Mannschaft steht und von dort aus einwirkt, weil sonst gäbe es ja schon viele Jahre mehr davon. Schauen wir uns mal an, was Sascha Steinacher zur Partie in Mansdorf zu sagen hat. Meiner Meinung nach hätten wir 1-0 in Führung gehen müssen, weil wir einen klaren Elfmeter gegen uns nicht gegeben haben. Klar, das erste Tor aus einer Standard musst du besser verteidigen. Das zweite Tor ist dann zu einfach. So liegt es halt dann 2-0 hinten. Hast aber auch deine Möglichkeiten zum Führungstreffer gehabt. Das ist halt so eine Sache bei uns. Das ist halt auch ein bisschen eine Qualitätssache. Wir sind da sehr jung vorne aufgestellt. Die brauchen noch Zeit, die jungen Spieler, damit sie wissen, wo sie hinlaufen sollen. Wir waren zum Schluss, nach 90 Minuten waren 6 Spieler, zwischen 18 und 20. Es dauert halt einfach, ja. Das sind die ersten Regionalliga-Jahre oder Regionalliga-Spiele bei jemandem. Und dementsprechend braucht man ein bisschen Geduld. Nur klar, müssen wir alle auch schauen, dass wir endlich uns für Leistungen belohnen, so wie wir spielen. Ja, Sascha Steinacher. Zu beneiden, muss man sagen, ist auch mal auf alle Fälle nicht. Seine Mannschaft hat jetzt nur 3 Punkte am Konto. Er verletzt, der Spielertrainer natürlich angeschlagen. Ich weiß, dass das auch an ihn nagt. Ja, aber es wird sicher schon wieder besser werden. Aber wir wünschen ihm Glück. Und ich glaube auch, dass er alles gibt dort und dass er sehr viel lernt gerade. Und dass es auch für ihn sehr gut ist, was er da machen darf. Weil ich glaube nicht, dass er sich da, dass er selber und alleine ausgedacht hat, dass er das tut. Also ich glaube, er unterstützt den Club, er unterstützt alle rundherum und er kriegt auch viel dort zurück. Aber man sieht auch, er reibt sich mit 100% auf und jetzt ist er angeschlagen. Also das wirkt halt so mit. Aber wir wünschen ihm alles Gute, weil genau, er ist ein guter Typ. So ist es. Wir wünschen natürlich ihm alles Gute. Ein Spiel wäre eigentlich unser Topspiel gewesen. Ich bin froh, dass wir in Bruck waren, nicht wegen dem Spiel, sondern weil wir mehr Tore gesehen haben. 4-2 haben wir Bruck gesehen. Ja, und wegen dem Wetter. Und wegen dem Wetter, ja genau. Bei uns hat es erst ab der 80. geregnet und wir waren geschützt. Ne? Ja. Sportclub gegen Dreiskirchen, 1-1. Und ich muss ehrlich sagen, das war Werbung für den Fußball der dritten Liga. Ein sensationelles Spiel. Ich hab das geschnitten und dann mir angeschaut und es war wirklich eine tolle Partie. Von Sportclub-Seite, von Dreiskirchen-Seite, das Wetter englisch. Also als Fußballer kannst du dir nichts Besseres wünschen. Zwei Mannschaften, die Fußball spielen wollen, war geil. Ja, absolut. Und wir haben gehofft, dass er auf einer Schlagabtausch wird und der ist auch wirklich passiert. Wahnsinnig viele Torschancen haben wir gesehen. Unglaubliche Torschancen, die nicht verwertet wurden, haben wir auch gesehen. Also das Spiel muss viel höher ausgehen, aber zeigt sich aber auch wieder bei beiden Mannschaften, dass sie mit dem Torschießen Probleme haben. Also viele Standards, wo sie treffen. Die Dreiskirchner noch mehr aus dem Spiel als der Sportclub. Aber zieht sich jetzt schon so die ganze Zeit durch, dass viele Chancen gebraucht werden, um Tore zu machen. Und dann werden wir schauen in den Spitzenspielen dann gegen Stripfing, zum Beispiel gegen Stripfing, sage auch gegen Mauerwerk, ob das dann reicht, wenn man so viel versemmelt. Die Dreiskirchner vor allem haben in diesem Spiel ein richtiges Problem gehabt mit dem Toreschießen. Noah Lederer und Patrick Haas, ja. Haas vor allem in der 91. Lederer, 2 Meter, glaube ich, vom Tor, den Kopfball nicht reingebracht. Ich glaube, er kann es heute noch nicht glauben, dass er den versenkt hat. Horst Rubesch alias Patrick Haas hätte den locker reingeköpft, ne? Wie wir gesehen haben im Heimspiel gegen Wiener Viktoria. Aber man muss schon sagen, wenn man solche Chancen vergibt, ist das schon sehr bitter, weil 91. Patrick Haas versemmelt den Prügelhof, hat den noch gehalten, ja? Muss man auch sagen, aber trotzdem. In der 91. so einen dann vergeben, dann tut das noch mehr weh, dass man diese 2 Punkte hergeschenkt hat. Ja, oder? Tut weh, aber wenn man das ganze Spiel hernimmt, muss man sagen, sie haben auf beiden Seiten so viele super Chancen auch herausgespielt und sie haben es halt nicht verwertet und wäre dann eh hart gewesen, wenn dann gerade der eine trifft. Aber ja, im Endeffekt war sie gerecht, ist unentschieden. Aber wir als Zuschauer hätten gerne ein 7-7 gesehen. Ja, sowas. Wäre aber drin gewesen. Ja, 4-6. Da, ja. Ein 4-6 war es ja im Freundschaftsspiel, das wir noch übertragen haben. Genau. Oder ein 6-4 aus Dreiskirchen-Sicht, 4-6 aus dem Sportclub-Sicht. Der zweite Satz eben nur bei 1-1 im Regen abgebrochen, sagen wir so dazu. Die Blütenweiße Weste ist aber jetzt der Sportclub los. Nach 4 Siegen in Serie jetzt ein 1-1. Das, was aufgefallen ist beim Wiener Sportclub, ist, es war das Tor wieder mal aus einer Standard, Tor Nummer 6 von 9 aus einer Standardsituation. Mhm. Treffen die aus dem Spiel nicht oder spielt man die Angriffe nicht wirklich zu Ende? Weil man hat in diesem Spiel jetzt sehr oft gesehen, die Schüsse von außen.
Ja, es ist okay, sie haben gute Schützen, aber sie spielen, glaube ich, schon noch viel rein und sie haben schon einige Abschlüsse gehabt, aber ein bisschen der Wurm drinnen oder vielleicht fehlt da ein bisschen die Konzentration oder vielleicht die Qualität. Aber grundsätzlich, sie haben mit diesen Spielern, die die Standards schießen, hervorragende Qualität und das nützen sie halt momentan aus. Und wenn man jetzt sagt, nach 5 Spielen 13 Punkte, also over the top, normal darf man gar nichts kritisieren. Wir kritisieren ja nichts, wir zeigen nur auf, was vielleicht für uns ein bisschen... Ich kann ja nicht immer sagen, der Sportclub ist super, der Sport. Es passt alles. Gehen wir zum nächsten Thema. Dreiskirchen ist super, Dreiskirchen ist Lion, gehen wir zum nächsten. Es geht halt nicht. Ein Thema, das wir natürlich wieder haben für Sie in dieser Woche, sind die Männer, über die man spricht. Ja, unsere Rubrik, die geliebte Rubrik. Der erste, über den wir sprechen, ist Matthäus Paugner. Ja. 2 Tore gemacht, 1 Elfmeter verschossen. Okay. 7 Tore nach 6 Spielen am Konto. Ja. Torschützenführer in der Liga. Und das nicht bei einem Spitzenteam, sagen wir jetzt einmal, sondern bei Bruck an der Leiter, die man ja eigentlich nicht da vorne erwartet hätte. Aber jetzt sind sie ein Spitzenteam und jetzt sind sie da vorne dabei. Und so wie wir gesehen haben, sie haben sich gut verstärkt und sind eine Einheit geworden. Und die laufen, kämpfen und sind wirklich gut drauf. Und haben auch die Mauerwerk wirklich in die Knie gezwungen in diesem letzten Spiel jetzt und verdient auch in dieser Höhe. Es hätte noch höher ausgehen können, wenn wir ehrlich sein können. Kautz noch die Latte geschossen, Elfmeter verschossen. Ne? Waren schon noch einige gute Sachen einmal dabei. Zweimal, glaube ich, sogar auf der Linie gerettet. Die haben ein tolles Spiel gemacht und wenn man die Tabelle schaut, ich glaube, sie sind Zweiter und da gehören sie auch momentan hin. Ist das Überraschungsteam, absolut. Und jetzt kann man aber nicht mehr sagen, dass der Matthäus Paugner bei einem Mittelständler spielt oder so, sondern jetzt spielt er bei einem Top-Team und er trifft. Vor allem seine 2 Tore, die waren ganz untypische Paugner-Tore, jedes Mal von der Mittelauflage weggesprintet. sind nicht seine Tore, er ist ein Strafraumstürmer eigentlich. Ja. Was können wir uns von Paugner noch erwarten? Ich sage jetzt von Paugner, weil Männer über die man spricht. Also ich möchte jetzt nicht Bruck an der Leiter, sondern dezidiert Paugner ansprechen. 17, 18 waren es 22 Tore bei Horn, 19, 20 waren es nach 18 Runden 12 Tore bei Wiener Neustadt, jetzt hätte er nach 6 Runden bei 7 Treffern. 20 Tore, glaubt trotzdem zu? Na, schauen wir mal, wie viele Spiele noch sind. Aber natürlich traue ich ihm zu, ja. Und wenn es da so weiterläuft bei denen, und eigentlich macht er untypische Tore momentan, also wenn sie dann wirklich so nach vorkommen, wo er so mit dem ersten Kontakt im Strafraum dann noch seine dazu macht, dann wird es sehr interessant, ja. Dann wird es sehr interessant. Dann ist vielleicht Bucker an der Leiter sogar ein Meisterkandidat. Dürfen wir nicht sagen. Dürfen wir schon sagen, aber sie sind Zweiter, also sie spielen eine tolle Saison. Der zweite Mann, über den man spricht, ist... Jetzt bist du dran. Andrei Todorovski. Ja. Wir hatten ihn schon einmal, aber trotzdem, man muss es wirklich sagen, er ist der Mr. Standard. Er hat 4 Treffer erzielt, alle 4 Standardsituationen, alle 4 unterschiedlich. Das erste war ein Direktcorner, der zweite war ein Elfmeter, der dritte war ein indirekter Freistoß aus dem 10-Meter-Bereich und jetzt dieser Freistoß gegen Dreiskirchen. Was kann man zu ihm noch sagen? Ich meine, dass er jetzt ein guter Standardschütze ist, hat man jetzt, glaube ich, schon gesehen. Ja, der fantastische und gegen den Sportclub sollte man das verhindern, wenn es geht. Ja, wenn es so leicht wäre. Ne? Also ist jeder Eckball, den er zum Tor dreht, riesig gefährlich. Also Torleute werden jetzt auch schon unsicher. Man weiß, der kommt es wäre auch jetzt gewesen im Match, war ja auch eine Szene. War auch so eine Szene, wo... drüber geht fast, über Grischke. Genau so ist es, wo der Grischke noch sehr gut auch reagiert hat. Und man weiß, die Bälle kommen da wirklich gut rein. Die Spieler können sich auch darauf einstellen. Man macht da Druck am Fünfer. Und nein, er hat da gute Qualität. Und er hat auch aus dem Spiel eine Riesenqualität. Also er spielt tolle Pässe, er hat einen wirklich guten linken Fuß. Und der ist noch jung, also mal schauen, wo der noch landet. Andrei Todorovski vom Wiener Sportclub. Der nächste, über den ich sprechen will, ist ein Kraftpaket. Weißt du, wem ich meine? Nein. Der nächste Mann, über den wir sprechen, ist Samuel Opong.
Ein kleines Kraftpaket. Ein kleines Kraftpaket, also an diesen Spieler gedacht. Aber es wird auch dunkel, wenn Opung vor dir steht. Also das unfassbar. Sagt man nicht mehr. Unfassbar, unfassbar, wie Opung aussieht, wie schnell er ist, wie muskulös er ist, wie sein Spiel ist. Und jetzt trifft er, und ich muss ehrlich sagen, ich habe beim Kommentieren des Spiels mir überlegt, war jetzt der Torjubel von ihm schöner oder war das Tor von ihm schöner, was er geschossen hat? Ich habe mich dann fürs Tor entschieden, weil ich doch ein Fußballmensch bin und nicht ein Bodenturner. Aber ich habe auch geschaut bei dem Flickflack da, also dieser Salto, der war wahnsinnig hoch. Naja, ja. Also Hut ab. Klein, aber fein, darf man vielleicht auch nicht mehr sagen, aber ist wurscht. Aber man sieht halt, er fühlt sich dort jetzt, glaube ich, wohl. Er hat ein paar Stationen gehabt, wo er sich nicht so wohl gefühlt hat. Beim Carsten Janka hat er so eine Vaterfigur. Da fühlt er sich jetzt wohl, da geht er auf. Und von ihm kann man noch viel erwarten. Also sehr gute Leistung gebracht, nicht nur die zwei Tore gemacht. Das zweite war überhaupt sensationell, so einen langen Ball so gut zu treffen. So das war das erste von ihm? Das erste von ihm, aber das 2:0. Ja, das sei so. Aber nein, er spielt ein gutes Obwohl man Spiel sagen muss, auch ein sensationeller Pass von Strapajevic, muss man auch sagen. Natürlich, keine Frage, der hat alles gepasst. Ne? Aber den dann noch so zu treffen. Deswegen sage ich, mir hat das Tor besser gefallen als der Flick-Flack-Salto. Ja, von dem hat man ja eh nichts. Ne? Naja, er hat gute Bewertungen gekriegt in der B-Note, habe ich gesehen. Also Carsten Janka hat den 10 draufgehalten. Nein, 4 Treffer derzeit ohne ihn. In der Mannschaft Offensive nichts los? Nein, also nicht wirklich, Spieler, oder? Nicht wirklich, aber trotzdem, er kommt gut über die Seite, er macht viel Druck, er trippelt rein, er hat Tempo. Die anderen nützen da genauso. Also alleine spielt er nicht. Wir haben nämlich noch einen Mann, über den man spricht, und der kommt auch aus Mansdorf. René Krivak heißt er. Das Pendant zu Samuel Opong ungefähr, das ist das Joker. Der Joker, genau, wie der Nummer genannt, glaube ich. Aber wenn man die zwei nebeneinander stellt, ist das, glaube ich, so dieser Unterschied. Schaut das ganz lieber. Beim Torjubel habe ich das gesehen. Ich René Krivak, glaube ich, 2 Meter. Samuel Opong, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, 1,50. Ja. Also, aber ja. Er hat lieber ausgeschaut, ja. Krivak, 5 von 11 Toren als Joker erzielt. Also wenn es wirklich Carsten Janka reicht und es steht lang 0:0, dann haut er den Krivak rein, weil der macht sicher eines. So wie gegen den Sportclub, 9 Sekunden am Platz. Und schon hat es geklingelt und jetzt auch wieder. Kopftor, irrsinnig hoher Stand, kommt keiner hin. Aufsetzer, keine Chance für Martin Graus. Und das war das Wichtige, das war der Dosenöffner, das war das 1:0. Absolut, aber der hat schon letztes Jahr wirklich gute Leistungen gebracht. 9 Tore geschossen. Und eben 9 Tore gemacht, schöne Tore gemacht und sehr junger Spieler. Und weiß gar nicht, warum er nicht von Beginn an spielt jetzt. Da trifft er öfters nicht. Aber im Prinzip, wenn er immer reinkommt und seine Tore macht, macht der Trainer alles richtig, macht der Spieler alles richtig, dann ist es okay. Aber ich habe ihm letztes Jahr auch schon über 90 Minuten das eine oder andere Spiel gesehen und schon sagen müssen, ein guter Neuner, also der kann sich noch wirklich toll entwickeln. Er hat auch öfters von Anfang an gespielt und er hat natürlich auch getroffen, wie er von Anfang an gespielt hat. Aber 5 von 11 Toren als Joker ist schon kein schlechter Schnitt einmal. Und wenn man den auf der Bank lässt und die Gegner mal müde spielt und dann ihn bringt, dann ist die Quote sehr hoch, dass er trifft. So wie eben jetzt gegen Neusiedl oder gegen den Sportclub. Einen, den ich irgendwie so als, Entschuldigung, mir, dass ich das so sage, einen Mann haben wir noch und das ist... Alexander Kuhan, der steht für mich so für den FC Mauerwerk da. Wir sprechen jetzt einmal nicht nur über gute Sachen, sondern auch über schlechte Sachen. Alex zum Beispiel machen wir nicht oft und wollen wir auch eigentlich nicht. Aber das ist mir schon in Erinnerung geblieben. Die Abwehrleistung der beiden Innenverteidiger beim Mauerwerk war für mich katastrophal. Kuhan kennen wir ganz anders, du überhaupt als ehemaliger Trainer vom Mauerwerk. Der macht normal in einer Meisterschaft 3 Fehlpässe. Jetzt hat er, glaube ich, nur 2 an den Mann gebracht. Ja? Also ganz extrem ausgedrückt. Und Stefanovic, die waren völlig von der Rolle, oder? Die zwei. Keine Absicherung, kein Raum. Das war unfassbar, oder? Ja, die haben nicht gut so harmoniert, sagt man. Aber ja, das war das eine Spiel, jetzt nach langer Pause. Schauen wir dann mal darüber. Also den Alexander Kuchan, das tut mir weh, weil das ist ein besonderer Spieler, auch so von seiner Mentalität, von seiner Auffassung zum Fußball und auch seinem Können her ist er für mich einer der absoluten Topspieler in unserer Liga. Und dass der da jetzt mal dabei ist, ist nicht schön.
Ich weiß es, es tut mir auch leid. Auch aus diesem Grund jetzt. Genau, es tut mir auch leid, dass ich ihn jetzt nehmen musste. Ich hätte auch Marko Stefanović nehmen können, den Kapitän, der auch die rote Karte noch bekommen hat und auch dabei war bei den Toren, eben durch Stellungsfehler. Aber er spielt jetzt diese Woche nicht und du willst die Spieler wachrütteln, so glaube ich. Es. Und du willst so ist es. Also nicht nur Mauerwerkspieler wachrütteln, sondern alle anderen. Ja, natürlich. Ja, kommen wir auch gleich zur Spielvorschau. Der nächsten Runde. Ein Spiel schon abgesagt, Neusiedl gegen die Admira Juniors. Wie gesagt, ein Corona-Fall, Quarantäne. Neusiedl kann also nicht spielen. Kann man, böse Zungen werden es wieder behaupten, machen wieder keine Punkte. Ne? Ja, aber sie haben jetzt wirklich eine Woche mehr Zeit. Sie haben ein paar Verletzte und auch der Spielertrainer ist angeschlagen. Also das tut ihnen vielleicht gut. Tut ihnen vielleicht gut, ja. Genau. Das andere Spiel, unser Live-Spiel an diesem Wochenende, Traiskirchen gegen Wiener Neustadt, ein Derby. Derbys sind immer die besten. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt. Die Traiskirchner, die fielen und fielen und fielen. Und die Neustädter sind eher so eine körperliche Mannschaft, wo ich sage, die auch gute Einzelspieler drinnen haben. Aber ich bin gespannt, wie sie mit dem zurechtkommen, wenn sie da wirklich vielleicht sogar schwindelig gespielt werden von den Traiskirchner. aber auch, wie sich dann zum Beispiel die Offensive tut. Weil hin und wieder gibt es ja Geschenke von den Traiskirchnern, wie wir wissen. Dieses Mal war es Leo Marosch, glaube ich, mit einem Fersal direkt vor die Beine von Hirschhofer. Du wünschst dir, dass die Neustädter endlich mal treffen, ne? Nein, ich wünsche mir viele Tore. Wurscht, wer die macht. Viele Tore, das wünsche ich mir. Ja. Und ein gutes Spiel. Ja. Nein, man kann es jetzt schon sagen, wenn die Traiskirchner am Platz stehen, dann gibt es mal ein gutes Spiel von dieser Seite. Und ich glaube, die Neustädter werden ihnen liegen. Für mich sind es große Favoriten, die Traiskirchner, auch nach dieser Leistung da gegen den Wiener Sportclub jetzt letzte Woche und eine davor, die wir eh live gezeigt haben, gegen Wiener Viktoria. Also wir hoffen schon auf viele Tore. Also die Traiskirchner werden nach vorne spielen. Die Neustädter werden bemüht sein, da die Null nach hinten zu halten. Und dann werden wir schauen, vielleicht sind sie frech und trauen sich mal was und klappt das Spiel nach vorne schon besser. Und wenn sie das eine oder andere Geschenk, was du immer gerne ansprichst, bekommen, dann kann es ein spannendes Spiel werden. Ich bin gespannt, ob die Neustädter ähnlich spielen wie Wiener Viktoria in der ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit lassen wir lieber, aber in der ersten Halbzeit. Das nächste Spiel am Freitag, Trasburg gegen Machfeld-Mannschaft. Die Trasburg ja auch, auch mittendrin statt nur dabei da im Keller, sollten auch wieder mal gewinnen, oder? Ja, wäre ihnen zu wünschen, natürlich. Ne? Aber ich glaube, sie treffen auf einen guten Gegner, der jetzt sich ein bisschen befreit hat da mit einem Heimspiel. Und schauen wir mal, wie es ausgeht. Das ist auch eine interessante Partie. Samstag dann Top-Spiele, muss man schon sagen. Leomdorf, Bruck an der Leiter. Ja. Ja, die Leomdorfer waren jetzt spielfrei und haben noch keine Punkte verlost. Also die gehören da eigentlich ganz nach vor, in Wahrheit. Die Brucker top drauf. Also das wird Topspiel, ja. Das ist ein Topspiel. Und das zweite Topspiel in dieser Runde kommt gleich drauf. Zeitgleich nehme ich Stripfing gegen Wiener Sportclub. Mhm. Ja, also da haben wir wirklich zwei Kracher. Das sind die zwei Topspiele. Das sind auch die ersten vier, glaube ich, die da aufeinandertreffen. Stripfing haben wir erst drei Spiele, aber die können da ganz vorne dazu. Also da wird sich mal die Spreu vom Weizen trennen. Traust du dir da Tipps zu? Leomdorf zum Beispiel gegen Brugg? Tipp? Ich tippe trotzdem auf die Leobendorfer, weil für mich die bessere Offensive haben, auch wenn der Matthias Bauchner jetzt bei Brugg spielt. Und die haben einen guten Lauf und hoffe, dass diese Woche Pause ihnen gut getan haben. Aber sie haben überzeugt die ersten Spiele und ich glaube, dass sie die Brugger knacken können. Stripfing Sportclub, Tipp? Ganz ein schwerer Tipp, aber schauen wir mal, wenn die Sportclub wird nicht so viele Torschancen haben wie in den letzten Spielen und sie werden sie nützen müssen. Wenn sie aus dem Spiel nicht treffen, glaube ich, wird sie sich gegen Stripfing mit ein, zwei Standards nicht ausgehen. Und am letzten, also als letztes Spiel am Sonntag, Mauerwerk gegen Wiener Viktoria. Ja. Toni Bolsters Mannschaft, die auch nicht gerade gut gestartet. Ja, die sind halt jetzt mal letzter, aber wir haben voriges Jahr gesehen, sie brauchen ein bisschen und dann kommen sie in Schwung. Letzte Runde, also vorletzte Runde, wo wir live gezeigt haben, waren sie sehr frech und haben sich was getraut. Ich hoffe, dass sie das über einen längeren Zeitraum durchhalten, dann haben sie gegen Mauerwerk eine Chance. Schauen wir, wie die jetzt in Schwung kommen. Jetzt haben sie mal eine ganze Woche trainiert, ob ihnen das hilft. Rein von der Qualität her müsste sich die Mauerwerk schon durchsetzen. Na gut, Norbert, das waren deine Expertisen und meine Anschuldigungen, wenn einer schlecht gespielt hat oder Kritik. Ich sage jetzt mal, nein, es ist ja nicht böse gemeint. Wir wollen ja nur ein bisschen was auch den Zuschauern bieten vor dem Fernseher. Ja. Bieten wollen wir natürlich den Zuschauern am Freitag wieder was. Live-Spiel 19:25 bei uns auf Corona TV. Traiskirchen gegen Wiener Neustadt im
Derby und auf das freue ich mich schon sehr. Mhm. Und natürlich alle anderen Spiele gibt es wieder im Livestream und natürlich auch in der Fan.at-App. Wieder Fußball aus jeder Ecke des Landes. Bitte sichern Sie sich diese App unbedingt. Da sind alle Tore und alle Chancen fast in Echtzeit gleich zu betrachten, anzusehen. Ganz kurz noch, Marko Stefanović hat sich in der Halbzeit das Abseits wollen anschauen. Vor dem dritten Tor von Bruck an der Leiter haben wir leider nicht drauf gehabt. Ja. Aber er hat gleich das Handy rausgeholt in der Kabine, hat nachgeschaut, ob es Abseits war oder nicht, haben wir leider nicht drauf gehabt. Ja. Aber da sehen Sie, auch die Spieler greifen gleich in der Halbzeit zum Handy und schauen sich auf unserer App an die ganze Chance. Ich sage Norbert, danke, dass du hier warst. Wir sehen uns morgen wieder. Ja, da freue ich mich und auf ein gutes Spiel. Und bei Ihnen bedanke ich mich natürlich auch fürs Zuschauen und viel Spaß mit unserem weiteren Programm hier bei uns auf Krone TV. Boom, 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 boom.